Willkommen bei Empire. Heute wollen wir euch zeigen, wie man ein MCU-Update bei einem LDS-Interface durchführt. Wir benötigen dazu das Interface, den mitgelieferten Adapter von USB auf Micro-USB, das Stromanschlusskabel und einen USB-Stick. Der USB-Stick darf eine Größe haben zwischen 4 GB und 32 GB. Es muss ein USB 2.0 Stick sein und der Stick muss FAT32 formatiert sein. Wir empfehlen eine Schnellformatierung. Wie man das macht, zeigen wir euch später. Wir empfehlen euch die Verwendung unseres Empire USB 32G USB-Sticks. Wir haben auch einen kleineren USB-Stick, den USB 4G, der allerdings zum Update nicht geeignet ist. Um den USB-Stick vorzubereiten, stecken wir ihn in den Computer, klicken mit der rechten Maustaste auf das USB-Laufwerk und wählen Formatieren. Wir wählen die Schnellformatierung und klicken auf Start. Die Formatierung läuft. Wenn die Formatierung abgeschlossen ist, wird uns das angezeigt. Wir klicken auf OK. Jetzt öffnen wir das USB-Laufwerk und kopieren uns aus dem Ordner, in dem wir die Update-Datei haben, die AppCore-ENC-Datei und fügen die auf dem USB-Laufwerk ein. Anschließend klicken wir mit der rechten Maustaste auf das USB-Laufwerk und wählen Auswerfen. In der Beschreibung findet ihr einen Link zum Download der Updates. Wir nehmen den so vorbereiteten USB-Stick und stecken diesen mit dem Adapter in das Interface. Nun stecken wir den Hauptanschlussstecker in das Gerät und die LED beginnt sehr, sehr schnell zu blinken. Wenn die LED dauerhaft leuchtet, ist das Update durchgeführt. Bitte entfernt dann den USB-Stick. Und drückt den Reset-Taster für 3 Sekunden. Fertig.